Und damit herzlich willkommen zurück zu Fallout 4 mit dem Ödländer Flash heute wieder. Ja, und ich würde sagen, ich wollte ja eigentlich um die Finch Farm machen, aber ich habe noch wieder ein paar Ziele bekommen, die sind in der Nähe. Haben hier unten, sprich mit den Siedlern bei den Oberland Stationen. Das wäre mal als erstes Mal, weil das näher von Diamond City wäre. Und ich habe meine Power-Ausrüstung repariert, die steht da vorne. Die werden wir auch mit dem Kampfeinsatz nehmen. Und den Rest sollten wir eigentlich soweit schaffen. Was ich jetzt noch mache, ist eben die Bepflanzung nachgucken. Das heißt, mal eben gucken, was wir an Sachen hier wieder ernten können. Ich glaube, wir können viel ernten. Scheint wirklich was zu werden. Ja, wir können einiges ernten. Hier Material. Ich glaube, vieles tun die auch selbst. Ernten, was auch ganz gut ist. Schmutzige Aschenbecher. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Sich darum kümmert. Ja, und jetzt haben wir noch ein bisschen Mais. Das wird sich da auch noch ein bisschen. Warte da. Nee. Komm schon. Ist natürlich mit. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ja, die kümmert sich, Guck glaube dir ich, das schon. an. Hey. Ich glaube, die kümmert sich schon teilweise darum. Ich bin nicht die einzige Person, die jemanden verloren hat. Ich vermisse ihn nur so sehr. Das kann ich verstehen, mein Freund, mein guter Freund. Aber wir sehen auch irgendwann drüber hinweg. Schnapp dir was Nützliches. Ja, mein Freund. So, jetzt sehen wir uns mal ein bisschen um. Läden haben wir ja noch nicht. Bräuchten erstmal lokale Anführer. Ja, Rüstung, Waffen. Ich glaube, Rüstung wäre, ich glaube, das effektivste. Oder Waffen. Jetzt gucken wir nochmal, dass wir ein bisschen an Ressourcen kommen. Kürbis haben wir nicht, aber wir haben noch Karotte. Die werde ich dafür, also ich werde irgendwann einmal komplett das umstrukturieren, mir einen schönen Platz aussuchen, wo ich viel anbauen kann. Und dann werde ich das alles hinsetzen. Ich hoffe, dass wir so eine große Maisplantage haben, wie man es ja so kennt. Hier sind noch die anderen Kürbisse, hier werde ich auch noch ein paar Mais hinsetzen. Okay, Mais habe ich nicht mehr. Melonen habe ich noch. Diese komischen Mutabeeren, die aus wie Traubenbäume sehen. Packen wir auch mal jetzt hier hin. Ja, Tomaten haben wir auch noch genug. Also ich glaube, das reicht erstmal. Glocke, Sirene. Nur ein pro Ort, okay. Das ist schon mal gut. Den Schutz, den brauchen wir derzeit nicht. Wir haben ja noch ein bisschen am Start. Und ich würde sagen, wir ziehen uns ziemlich Power-Rüstung. Ich glaube, wir ziehen die Power-Rüstung an. Glaube, da sollte man ganz gut mit klarkommen. Und werden uns mal jetzt nach unten hinbegeben. Die ist immer noch nicht repariert. Kleidung. Ah, jetzt kann ich wieder anlegen. Ah. Jetzt so ein bisschen voller. So, ich habe jetzt noch knapp 75%, aber das sollte reichen, hoffentlich. Dann gehen wir zum Polizeirevier und gehen jetzt da eben darüber. Und hoffen wir mal, dass wir ein bisschen vorankommen. Werde dann halt immer gucken, dass ich alle zwischendurch mal ein bisschen was vorbereiten werde wieder. Sprich ein bisschen das Dorf ausstatten, wie gesagt, ein bisschen das mit dem Essen noch ein bisschen weiter ausführen, dass wir eine riesengroße Plantage schaffen, vielleicht eventuell da auf der Ecke. Und vielleicht oben noch ein bisschen ausbessern, wo wir ein bisschen was bauen können. Dass wir nach und nach die Städte um uns weiter ausbauen, dass wir immer größere Außenposten zur Verfügung haben. Erstmal beim Polizeirevier. Das ist natürlich hier raus. Ah, da haben wir noch das. Ich nehme jetzt, glaube ich, erstmal die Pistole hier. Ah, jetzt hat er seine Hand. In die Richtung müssen wir. Ich glaube, da kommen wir auch ganz gut über die Straße entlang. Und ich glaube, was hatten die? Die hatten, glaube ich, ein Wader-Problem. Wader oder Ghoul-Problem?
Also eigentlich das Standardmäßige, aber ich finde das gar nicht mehr so schlecht. Klar, ist ein bisschen Wiederholung immer. Aber um halt neue Siedler für die Minutemen anzuwerben, warum nicht? Das kann nur was Gutes werden. Und vielleicht auch ein bisschen Material, was wir auch fischen können in der Zeit. Haben wir hier schon drin, ne? Beantown Brauerei. Können wir da rein? Wir gehen mal rein. Wenn wir schon auf dem Weg sind. Sollten wir das nicht außer Acht lassen? Gucken wir mal, ob wir in den Terminal reinkommen. Oder ob es irgendwas Interessantes gibt hier. Glaube, der macht auch nicht mehr lange, meine Freunde hier. Ja, ich gehe ja gleich raus. Vielleicht löst sich das Problem auch damit. Da unten ist er. Oh lol. Nee, aber ich putze mich nicht für dich heraus. Aber ich putze mich für meine Waffe raus, für dich, Hexe. Großes Schloss. Oh Mann, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Hattest du? Irgendwann wirst du nachladen müssen, Arschloch. Dankeschön. So, nehmen wir die Kippen raus. Nach unten. Hast dich verpisst, was? Doc. Nach unten. Dann los, Blackman! Doc. Na, mein Freund, das war wohl nichts, ne? Nehmen wir das auch mal mit. Hier ist nichts bei. Könnte man vielleicht gut gebrauchen. Das nehmen wir mit. Nee. Terminal. Terminal, Terminal. Take. Einzüge war so ein A, so wie wir drin, oder ein K. Okay, das heißt, ist es ein E drin, E oder T? Ich wollte nur weiterkommen. Scheiße gebaut. Jackpot. So viel Essen auch nicht. Okay. Ist eigentlich nichts Relevantes. Unser Power-Rüstung kommen wir recht schon weit, also ist gar nicht mal so schlecht. Müssen sie halt immer nur reparieren mit Stahl, glaube ich, war das.
Dann sollte es eigentlich schon machbar sein. So, können wir jetzt hier rüber. Das haben wir. Alles klar. Räumen wir erstmal die Bude aus. Leere Whiskyflasche, Flasche, Flasche. Ein Teddybär. Was ist? Hast du was gefunden? Da eine Kiste. Ah, oh, Holzkiste. Hm? Ein kleiner Freund. So, gehen wir wieder raus. Wenn das nur hier war. Kronkorken 19 Stück. Was haben wir jetzt hier? Tür öffnen, Dach. Was? Du bist tot. Richtig. Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Aluminium können wir auch mitnehmen. Pulver, Aluminiumdosen auf jeden Fall. Die sollte man später zerstören. Pistolen können wir auch immer zerstören. Ganz klar müssen wir die nicht mehr reparieren, wie bei den alten Vorderteilen. Stintpack. Ich guck mal, wie viel kann ich hier noch mitschleppen. Ich kann auch einiges. Können wir ein bisschen zerstören. Ja, das ist irgendwo in der Nähe. Nee. Easy. Geschafft. Jet, schmutziger Aschenbecher. Terminal gucken. Naja, scheint nichts Wichtiges zu sein. Hey, nicht packen. Nicht verstellbare Schraubenschlüssel. Kaffeegun. Ordner, Aschenbecher. Bei Apple. Ich glaube, das war's, ne? Das heißt, wir können raus und zu Farm gehen. Und vielleicht ist es auch das Gebiet gewesen, was wir erkunden sollten, beziehungsweise was wir von den Wadern frei machen sollten. Das wäre natürlich dann eine Win-Win-Situation, aber kann sich auch noch schnell ändern, dass wir nochmal rein müssten. Und ich glaube, diesen Flux-Sensor ist bestimmt für Polizeipräsidium gedacht. Vermute ich mal. Weil die ja solche Sachen sammelt. Revolver, Scharfschützengewehr. Nehmen wir erstmal das. Zur Not. Oh, wir haben da ein neues bekommen, oder nicht? Ja, sicher. Jagdgewehr. Damit abgestimmt. So. Und mit Bajonett. Hier ein Hirnpilze. Oh, hallo. Entschuldigung. Mein Rücken tut weh, meine Füße tun weh, alles tut weh. Ja und? Und jetzt? Dann werde ich mit euch nicht reden. Oh, hier ist eine Werkbank. Oh, hier kann man auch was ernten. Guten Tag. Hey. Haben die Minutemen dich geschickt? Na klar. Sag mir einfach bei, was ihr Hilfe braucht. Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Nicht. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Okay. Weißt du, wie viele Raider es in etwa sind? Keine Ahnung. Dieses Mal waren es 3. Aber wer weiß, wie viele sich noch in ihrem Unterschlupf verkrochen haben. Okay. Hier ist auf jeden Fall eine Werkbank.
Okay, wenn ich mit verbündet bin, na gut, hier müssen wir einen Zaun ausbauen. Könnten ein paar Wände aufbauen. Ich glaube, das werden wir auch machen. Das heißt, wir müssen da runter, okay. Wird natürlich klappen können mit der Raider. Mit dem Raider abschauen in dem Ding. Aber das ist nicht schlimm. Dann gehen wir halt das nächste erkunden. Dann werden wir vielleicht ein paar Basen ausbauen. Wie gesagt, das werde ich dann so ein bisschen offline machen. Mich ein bisschen erkunden, was ich ausrauben kann in der Nähe. Genau wie bei dem Strandhaus oder Bootshaus. Ist der auch noch offen? Hier sind ein paar Pilze, oder? Die kann ich nicht ernten. Ich dachte, meist kann man alles ernten hier. Okay, 75% haben wir erreicht. Das heißt, haben noch ein bisschen Vorrat. Also ab 25% würde ich die Raider-Rüstung wieder wegbringen. Beziehungsweise die Power-Ausrüstung. Man kann da viel mit schon erreichen. Ich glaube, das ist auch so basierend hier bei Fallout 4. Ich versuche halt möglichst immer ohne. Okay. Plünderer. Los. Und dann, weißt du, du hättest sagen können, okay, ich greife dich nicht an, du hast mir geholfen. Komm zurück, verdammt! Du auch noch? Okay. Ihr müsst es ja wieder auf die harte Tour. Klingenkron. Ihr wollt es ja nicht anders. Ihr hättet sagen können, okay, wir machen Frieden, Mr. Gassi ist tot. Fusionszelle Stahl, alles klar. Aber ihr wolltet nicht. Wo müssen wir denn hin? Okay, da vorne ist sie. Ich nehme so lange die mal. Na komm, und wir gehen hier unten weiter. Schauen wir mal, ob wir. Okay, da oben wird weitergeschossen. Auch darum gehen, okay. Dahinter irgendwo, okay. Das könnte passen. Dahinter sind ja auch irgendwo Schüsse zu hören. Wie die schon da Stress machen, werde ich ein bisschen mit nachhelfen müssen. Können wir uns mal umgucken, ob wir irgendwas finden hier. Ein Blutpaket. Diamond City Security. Aus Diamond City, ihr grünen Hackfressen! Supermutanten! Grüße aus Diamond City, ihr grünen Hackfressen! Ich brauche hier dringend Unterstützung!
Super Mutanten. Verdammt, wo bist du hin? Dieses Mal versteckst du dich nicht. Immer diese Arschlöcher. Tut mir leid. Hättest weglaufen sollen. Hi. Scheiße. Du hast wohl keine Angst vor Mutanten, was? Du bist unser Mann. Dankeschön. Aber euer Mann muss erstmal nochmal eine Runde weggehen. Das heißt, wir sind Diamond City näher, ne? Ja, das passt. Das heißt, unsere Hauptstory könnte auf jeden Fall da Verlauf und Anklang nehmen. Jetzt glaube ich das Stadion, ne? Könnte das? Das könnte sein. Jetzt werden wir uns mal eben um die Raiders hier kümmern. Die unsere Siedler befallen. Also wenn wir alles ein bisschen, wie gesagt, drumherum ein bisschen ausstatten, wird das schon ganz nice. Das wird sicher lustig. Ich habe es noch einmal gemacht. Glaubst du, bei dir wird es anders laufen? Lass los, verpiss dich! Das war's. Das ist. Ja, dann können wir mal so reinrotzen, ne? Korbschuss. So, Sprengstoffkiste. Wie schön. Oh, eine Brotdose. Ich kann mal, wie viel Material ich noch mitnehmen kann. Kollege bleibt flockig. Also kein Aufstand. Da vorne ist das. Patronen, MK1 Geschütz. Patronen nehmen wir immer gern mit. So, klopf, klopf. Sind wir zu Hause? Ich möchte aber. Hier ist jemand von der GEZ. Und Gebühren bezahlen einmal bitte. Stromanschluss. Was? Ich weiß nicht, wer da ist. Aber ich auf jeden Fall nicht. Was brauchen wir denn? Wir können Schlag kriegen. Das Ding haben wir auch irgendwo. Blind!
Und sich jemand freut. Ich glaube, mir jetzt nicht ganz, aber dir irgendwie. Hatte ich jetzt so Verdacht? Robots. Wir haben einen Treffer, also ein R, B, O oder TS. Also, wir gehen auf R, das heißt, ein Treffer steht immer noch. Vergleich wäre S. Ja. Ein Helmet. Können fast so viel ausstellen. Zwei Treffer. Helm mit 0, das heißt, Treffer wäre S. Hä, zwei Treffer? Also sind zwei Buchstaben gleich. Hä? Wie viel wir mitkriegen, wie viel nachher wir zerstören können wieder. Ja, untersuchen, alles nehmen, sortieren, lagern, nee. Ich will hier reinhacken. Sword. So, wo ist jetzt aufgegangen, ist die Frage. Warum stirbst du nicht endlich? Weil ich jetzt nicht so die Lust habe zum Sterben. Wie wär's denn mit der Option? Na, wo ist er? Glock, Glock. Okay, wir können nicht mehr tragen. Das heißt, irgendwas muss auch weg. Irgendwas von den Klamotten. Okay, das lassen wir hier. Fort. Du kannst hier gewinnen. Sicher kann ich gewinnen, habe ich doch. Und solange das noch. Das Schloss sieht stabil aus. Das ist hier nichts, ne? Brettspiel. Nee. Oh, Kleberunde. The Fence. Noch ein schönes Plätzchen ist noch hier. Die Bierflasche und hier ist das ganze Dach, okay. So ist man gerade eigentlich von Dach. Was hat denn jetzt mein Hund gemacht? Nein! Okay, wir haben überlebt. Na, Kleiner. Hund hat etwas gefunden. Was hast du denn gefunden? Ah, danke. Das
war natürlich klar, dass ich nicht mehr viel tragen kann, aber ich würde sagen, wir versuchen jetzt, dass wir ins nach Sentry kommen. Eben die Rüstung reparieren. Okay, weil ich zu viel trage. Das heißt, sie müsste. Was ist los? Welchen Gewicht 7? Ne, das Gewicht wert ist da. Wert 20, 0,5 Instaperi. 0,5. Ja, Kleidung ist meist immer sehr hoch. Gewicht. Weg. So. So, jetzt können wir, jetzt schaue ich mal, Erfolg ist wieder ganz gut. Das heißt, ich werde wieder nach, warte mal, wir reisen jetzt erstmal zum Ziel hin. Genau, wir geben jetzt die Mission ab. Dann werde ich nach Sentry reisen. Ein bisschen was zerstören an Sachen. Das heißt, wieder für euch ein bisschen uninteressant. Wir können noch einmal kurz den Levelaufstieg genießen. Mein Headset muss ich mal ein bisschen entdrehen. Gucken, hier wieder die Waffe einstecken da. Tato. Na, komm her. Hast du dich schon um diese Raider kümmern können? Aber natürlich. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ach, übrigens, wir haben noch mal geredet. Und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Ich denke, Super. Das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Tipptopp! Tippetopp! Das heißt, für uns im Level Up. Das werden wir jetzt natürlich als erstes mal. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir vielleicht. Zerstören mit Wut. Naja, waffenlos brauche ich ja eh nicht. Nahkampf. Das könnte man eigentlich ganz nutzen. Du hättest zufällig Treffer auf. So, je niedriger die Intelligenz, desto höher. Alles klar, das ist natürlich ein bisschen blöd. Unsere Intelligenz ist natürlich sehr hoch. Weil ich auch meist auf diesen Baum gehe. Aber wir können für den Mysteriösen eigentlich einen Punkt ausgeben. So, jetzt werden wir mal gucken, haben wir ein bisschen Material hier. Holz. Hier habe ich gar nicht so viel Zeug, aber wir können uns ein bisschen. Ja, wir können es ein bisschen ausrüsten. Okay. Also im Endeffekt versuchen wir ein bisschen Holz hier aufzutreiben. Möglicherweise ein paar Zäune hier ein bisschen aufzufrischen. Der ist kaputt, da ist eine Zauntür drin. Die Pistolenmunition geht uns aus. Wir brauchen mehr davon. Je eher, desto besser. Okay. Aber ihr braucht jetzt erstmal einen Zaun, wie ich sehe. Metallwände. Ja, ich hab's nicht vergessen. Kriegen wir dann hier so eine Wand rein?
Ich würde ja, wenn dann irgendwas. Zäune. Was sind denn so kleine? Das sind Schrottzäune, aber die könnte man eigentlich dazwischen packen. Hier und da vorne fehlte noch was, ne? Ja, also ein bisschen dazwischen zu kriegen, dass auf jeden Fall keiner da so recht durchkommt. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Geht der Zaun halt auch noch, vielleicht ein bisschen Schutz oder ein bisschen Material für Schutz, oder habe ich geschützt? Mir fehlt einmal Öl, okay. Lässt sich ja bestimmt irgendwo auftreiben, irgendwann. So, mit Essen haben sie eigentlich ganz genug. Das heißt, eventuell können wir noch hier ein, zwei Hütten hinbauen. Da wäre mir eigentlich genug Platz. Das heißt, wir gucken mal, ob wir eine Struktur finden. Holz, sonstiges. Zäune. Vielleicht irgendwelche Fertighäuser. Müssen sich eventuell noch so ein Fertigbunker einsetzt. So, dann hat man noch so ein Haus da eigentlich vor. Kommt man dahinter noch? Ja. Nee, oder wir macht Böden. Räumt sich hier vier Böden ein. Kümmert sich um Winde. Danke, Andy, dass du bimmelst. Aber wir haben keinen Stahl mehr, okay. Das heißt, wir gucken, dass wir irgendwann noch Stahl hier kriegen. Kann ich den Sachen hier verwerten an der Stelle? Bett haben die zweimal. Oh, was war das denn jetzt hier gerade? Nervig. YouTube's bestimmt, ne? Ja, mal schauen. Das hätten wir, aber wir hätten jetzt nur noch die Werkbank hier. Kann ich denn hier? Ich kann hier auf jeden Fall was herholen. Aber verwerten kann ich nichts an der Stelle. Schade eigentlich. Okay. Dann machen wir uns jetzt auf nach Sentry, werden da ein paar Sachen bauen. Was brauchen wir denn hier? Wir bräuchten ein Geschütz. Wir bräuchten eigentlich nur ein Geschütz hier, ne? Geschütz und Stahl. Okay. Dann tun wir schnell speichern. Wir sprechen nach oben Sentry mit den Jungs. Dass das auch uns gehört. 52% ist ganz gut. Wir werden, wie gesagt, ein paar Sachen herstellen. Und vielleicht den Posten auf jeden Fall, weil der Diamond City sehr, sehr nah ist. Mal verbessern. Und hoffen wir mal, dass wir da so eine kleine Station alles einrichten können. Sehr klein, aber ich hoffe, da kriegen wir was hin. Was das Ganze beanlagt. Schauen wir mal, wo ist er denn da? Na, er steht wieder auf dem Bett. Halt die Augen offen. Du musst immer wachsam bleiben. Ich habe die Raider erledigt, die Siedlung bedroht haben, zu der du mich geschickt hast. Die Leute dort haben beschlossen, sich uns anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Irgendwann werden wir wieder stark genug sein, diesen Abschaum endgültig aus dem Commonwealth zu vertreiben. Schauen wir mal.
Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und alles denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Werde ich auf jeden Fall versuchen. Und da gab es wieder ein bisschen EP. Gut, also ich werde jetzt ein paar Sachen verschrotten. Ein bisschen meine Rüstung reparieren. Die vielleicht eventuell stehen lassen, weil sie bei 50% derzeitig ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin.